So Leute, herzlich willkommen zu Battlefield Hardline. Ja, plötzlich war es da. Ihr seht den Gameplay mit meiner momentanen Lieblingswaffe, die AKM. Das Teil haut einfach nur rein, guckt es euch an. Die drückt so den derben Damage. Hat zwar auch einen relativ hohen Recoil, aber wenn man sich da so ein bisschen eingespielt hat, dann geht das vollkommen klar. Diese Waffe ist einfach nur bis jetzt meine Lieblingswaffe und haut auf jeden Fall rein. Ich spiele ja den Spielmodus Heist, so heißt er. Ja, haha, lustig. Und da geht es darum, dass man als böser Verbrecher zwei Geldtransporter überfällt. Die muss man dann ähnlich wie bei Rush mit Bomben hochjagen und das Ganze verteidigen. Und wenn das Ganze dann auf ist, muss sich einer oder mehrere das Zeug schnappen und damit flüchten. Und dann hat man gewonnen. Die Cops, die Polizisten, die müssen das Ganze verhindern, die Bomben entschärfen, das gar nicht dazu kommen lassen, dass die Bomben gelegt werden. Und falls die Verbrecher, die bösen Jungs, das trotzdem geschafft haben, muss man sie dann halt an der Flucht hindern. Eigentlich relativ einfaches Spielprinzip, womit ich bis jetzt eigentlich auch, ja, eigentlich nur überwiegend gute Erfahrungen gemacht habe. Klar, es gibt immer mal Runden, wo dann irgendwelche Idioten sich diesen Koffer oder diesen Beutel voll Geld schnappen und dann damit nicht dahin laufen, wo sie hin müssen, sondern einfach ganz normal irgendwie weiterkämpfen und dann lassen sie es fallen, weil sie sterben und hier und da. Aber klar, ist verständlich. Das ist halt so und das wird auch immer so sein. In jedem Spiel, wo es so ein ähnliches Spielprinzip gibt. Auf jeden Fall gefällt mir der Modus echt gut. Das ist der, den ich jetzt auch am meisten gespielt habe. Der andere, wie heißt der denn noch gleich? Ich guck mal kurz nach. Der heißt Blood Money. Ja, der ist an sich auch gut und es passt auch zu diesem Payday-Spielstil, sage ich mal, von wegen Geld und Rauben und hier und da. Da ist es halt so, da gibt's so einen Geldbox, sage ich einfach mal, und da müssen halt die Teams immer hin, sich Geld holen und es dann zu ihrer Base bringen. Das ist auch an sich eine gute Idee, sage ich mal, aber auf der Map jetzt, es gehört irgendwie dazu, deswegen kann ich da auch nicht meckern, weil ich habe mich jetzt nicht aufgeregt, wenn ich so gestorben bin, denn weil es halt dann im Endeffekt unser Fehler war, dass das halt dann so ist, weil über dieser Geldbox ist direkt ein durchsichtiges Dach und auch sind überall Dächer, wo man genau auf diese Geldbox hingucken kann und da muss man halt ran und E drücken, um das Geld einzusammeln in seine Tasche und dann zu seiner Base zu laufen und da sitzen dann überall Sniper auf den Dächern und gucken einfach nur auf diese Geldbox da und wenn sich da einer Geld holen will, dann snipen sie ihn ab und haben Free-Kill sozusagen, weil man sich da auch nicht viel bewegt. Aber da kann ich irgendwie nicht meckern, ich weiß nicht warum. Ich finde, es gehört irgendwie dazu. Es ist zwar nervig denn, weil in Battlefield 4 oder 3 hätte ich mich aufgeregt, wenn da einer oben die ganze Zeit sitzt und wartet, so auf ein M-Kommen, bis da einer legt oder so weiter. Aber irgendwie regt es mich da in dem Spiel jetzt nicht so auf. Und hier übrigens gerade die Szene gewesen, wo dieses Levolution-Event auf der Map stattgefunden hat, wo diese beiden Kräne umgefallen sind. Ich habe das noch nicht mitbekommen, also ich habe das noch nicht erlebt gehabt und wusste nicht, wo der scheiß Kran hinfällt. Hab die ganze Zeit geguckt und bin hin und her gelaufen. Am Ende wäre ich fast nochmal reingelaufen, also immer schön aufpassen, wo das Ding hinfällt. Kommen wir jetzt mal zu dem, was so das größte Thema ist und viele darüber diskutieren diese Sache. Es ist Battlefield 4. Kommt Leute, es sieht genauso aus, das Waffenverhalten ist ziemlich ähnlich. Der Netcode ist leider auch ziemlich ähnlich. Doof, ja, machst du nix. Aber jetzt so, viele sagen immer, es ist ein Payday-Battlefield. Es ist ja auch so, aber man muss auch bedenken, dass es jetzt bis jetzt eine Map gibt in der Beta und zwei Spielmodi, die halt so sind. Ich bin mir sicher, da kommt auch noch der alte Kram rein und auch vielleicht noch neuer Kram. Man weiß es nicht. Ich würde sagen, wir warten ab, wie es sich weiterentwickelt. Klar, es ist jetzt eigentlich nur ein größeres Battlefield 4 DLC. Es sieht genauso aus. Es ist fast genau das Gleiche. Es sieht gleich aus und da machst du einfach nichts. Damit müssen wir leben. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal, wie es sich weiterentwickelt und entscheiden dann und ziehen jetzt nicht zu schnell unsere vorherige Meinung. Ich verabschiede mich von diesem kurzen Einblick in die AKM und Heist, den Spielmodus. Falls es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Video, Leute. Bis dann.